Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlike Valley. Und ich bin schon mal zu Mirabel gelaufen, denn der wollten wir etwas geben. So, einmal Bilderrahmen und einmal Obstkuchen. Hallo! Die sind fantastisch. Vielen Dank für deine Hilfe, Lanfear. Ich werde alles zu Herrn Duck bringen. Sehr Adios. Schön. Na, mal sehen, ob das helfen wird, den Streit zu schlichten zwischen Donald und Dagobert. Ich bezweifle es irgendwie. Herr Duck? Na, Mirabel-Mädchen. Ich hoffe, du lädst mich nicht wieder auf einen Spaziergang ein. Mit Donald zumindest nicht. Naja, nicht ganz. Ich wollte dir das hier geben. Es, naja, macht mich traurig zu sehen, wie wütend du und Donald aufeinander seid. Die Familie ist so wichtig. Vielleicht ist dies etwas, das du und Donald gemeinsam tun könnt, um dich daran zu erinnern. Was? Um dich daran zu erinnern? Ja, das ist ein schönes Foto von uns beiden, nicht wahr? Ich kann wohl nicht ewig auf Donald wütend sein, oder? Ich bin sicher, dass es ihm genauso geht. Ich hoffe, dass dir das Essen schmeckt. Oh, das werden wir und du hast recht. Familie ist wichtig. Ja, da läuft Donald auch gerade vorbei. Hola! Ich sehe mal nach Donald und Herr Duck, um zu erfahren, wie es gelaufen ist. Huch. Ja! Wir haben es geschafft. Donald und Herr Duck haben sich verziehen. Wann war das denn? Sie stritten sich nur ein wenig darüber, wer wem zuerst verziehen hat. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Außerdem habe ich was Neues gelernt. Nicht alle Familien funktionieren wie meine. Nur weil etwas mir und Isabella geholfen hat, sich zu vertragen, heißt das nicht, dass es auch bei Donald und Herrn Duck funktioniert. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Lanfear. Bis bald. Du hast mir wirklich geholfen. Okay, das freut mich. Wo ist denn der gute Scar? Der ist doch hier gerade vorbeigelaufen. Da. Da haben wir ja auch noch was. Bitteschön, einmal Fischsuppe und Thunfischburger. Für den hungrigen Löwen. Oh, wie gut. Dieses Essen ist annehmbar, Lanfear. Jetzt, wo ich nicht mehr so hungrig bin, kommt meine Erinnerung plötzlich wieder. Bass und ich haben an dem Tag nicht gekämpft. Ganz im Gegenteil, er folgte mir wie ein verlorenes Jungtier. Verzweifelt bemüht, mein Freund zu sein. Das war alles so erbärmlich. Echt jetzt? Ihr wart befreundet? Freunde? Ich schließe keine Freundschaften mit lästigem Ungeziefer. Wenn du meine Höhle durchsuchst, wirst du den Beweis finden. Jetzt lauf! Wie, den möchte ich jetzt wirklich finden? Verdammt, wir müssen hinlaufen. Ich müsste mal... Habe ich irgendwas zu essen? Reicht das? Naja, gerade so. Na, mal sehen, was wir da finden werden. Wahrscheinlich ein Teil von dem Foto. Nehme ich jetzt mal an. Da. Ja. Mhm. Und hier ist jemand, der geangelt hat. Wir vielleicht. Vielleicht haben sie gegen uns gekämpft. Ich weiß es nicht. Gegen unsere dunkle Version. Oh. Was mache ich jetzt mit der Erkenntnis? Zu Bass gehen? Ja, scheinbar. Aber so richtig sieht man jetzt auch nicht, was da los ist. Ich meine, ein Stück fehlt ja noch. Bass? Ich sehe den immer nicht, der ist so klein. Der in seinem Auto? Das kann natürlich gut sein. Moment. Ah, da. Ein Star-Command-Abzeichen. Scar muss es hier platziert haben, um uns zu täuschen. Wir können keine Freunde gewesen sein. Er ist ein Schurke. Das wäre ja so, als würde ich mich mit dem wirklich bösen Imperator Zurg anfreunden.
Warte, ich erinnere mich, dass uns unser Kampf bis zum Fluss auf der sonnigen Ebene führte. Ein Teil der Erinnerung ist allerdings noch verschwommen. Wir müssen weiter nachforschen, um es genau zu wissen. Aber... Okay, warum sollte Scar lügen? Schurken gedeihen, wenn sie die Stadt des Chaos sehen. Wir werden mehr erfahren, wenn wir den Fluss auf der sonnigen Ebene erkunden. Na gut. Na gut, dann tun wir das. Wahrscheinlich auf der Seite, ne? Nicht auf der hier. Mal sehen, was wir finden. Hi, Scar. Mal den Mist hier auf. Oh, liegen sogar Eier rum, Mensch. Was ich hier alles an den Rand schmeiße. Da. Aber ich sehe nicht das, was wir suchen, ehrlich gesagt. Mist, an die Münze, da kommen wir, glaube ich, nicht ran. Ich hebe mal noch die ganzen Fische hier auf. Das nervt mich. Nicht da auf der anderen Seite. Wartet mal. Wir rufen mal kurz die Quest auf. Ich gucke noch mal kurz nach. Da. Angle den nächsten. Ach, angeln. Ach so. Okay. Ich dachte, das ist hier irgendwo, liegt hier rum. Okay. Da liegt ja noch ein Fisch. Quatsch. Das war nicht der Hinweis. Vielleicht sollten wir lieber an so einer normalen Stelle angeln. Hier da zum Beispiel. Oder einfach so im Wasser vielleicht. Ja, das könnte natürlich auch sein. Vielleicht gar nicht in so einem Ding drin. Nein, auch nicht. Ich will halt jetzt nicht stundenlang hier einfach rumangeln. Er steht aus dem Fluss, also auch nicht aus dem See da hinten wahrscheinlich. Na gut. Ich versuche noch die Dinger hier. Ich weiß nicht, ob es dafür denn extra ein Feld gibt. Oder ob man dann tatsächlich lieber nicht im Feld angeln sollte. Versuch nochmal so. Ach, da hinten, warte mal. Guck mal da, vielleicht. Also da ist eine Flasche halt. Aber wahrscheinlich war die schon immer da, oder? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Das war's nicht. Versuch's nochmal. Okay, war doch die Flasche. Sehr gut. Okay, Smaragdflasche. Eine grüne Flasche, etwas leuchtet darin. Dann zurück zu Bass. Nee, soll ich sie erst aufmachen? Ah. Smaragdgrüner Splitter. Was ist da oben? Na, warte mal, die Quest hat sich nicht aktualisiert, ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? Nee, das ist noch nicht. Warte mal. Okay, das war's gar nicht. Das ist irgendwas anderes scheinbar. Eine ganz andere Quest. Ach, das ist ja interessant. Okay, auf sowas muss ich also auch noch achten nebenbei. Das war nicht die Quest. Okay, ich gucke jetzt nochmal in den Fluss hinein, ob ich noch irgendwas sehe. Also irgendwas nochmal wie die Flasche halt quasi, was darauf hinweist, dass wir da vielleicht angeln sollen. Ah, entschuldigt. Ja,
Also ich sehe jetzt sonst nichts. Ich bin leider gerade ein bisschen schnupfig und dadurch muss ich leider öfter auch mal ein bisschen niesen. Ich bemühe mich, das nicht so oft zu machen. Okay, also ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht Lust, das die ganze Zeit zu machen. Ich würde das dann vielleicht lieber zwischen den Folgen machen. Bevor wir jetzt hier wirklich die gesamte Folge lang am Rumangeln sind. Irgendwie nicht so spannend, oder? Was haben wir denn sonst noch? Gereinigte Nachtscherben. Ja gut, da muss ich auch sammeln, leider. Die Brille der Schatten, um noch den Schatz zu suchen. Wie ging denn das nochmal? Also die müssen wir dafür aufsetzen. Und da mussten wir irgendwo Bestimmtes hin, ne? Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das wäre. Also die Quest tragen wir halt schon ewig mit uns rum. Schlüsselteile und Tour. Wissen und der Brille. Aber ich weiß nicht mehr, wo wir suchen müssen, ehrlich gesagt. Also es gab eine Karte, ja. Wo sehe ich denn die Karte? War das Erinnerung dann oder was anderes? Also hier kann ich ja nichts gucken, nee. Das hier? Ich weiß es nicht. Oder das? Das sind die Erinnerungen gewesen. Könnte auch das hier... Warte mal, wenn ich raufgehe, steht da nichts, ne? Also hier ist ja Schätze. Ich weiß, das hier haben wir gemacht. Das hier vielleicht auch, aber das nicht. Das ist doch bei Goofy. Also die haben wir alle gefunden, die Erinnerungskapseln. Denke ich. Oder hier. Wir haben halt so viele Karten, ne? Ich weiß nicht mehr, welche Karte zu was gehört, ehrlich gesagt. Vielleicht auch die hier. Wir können es halt einfach mal probieren. Lass uns doch einfach mal hier irgendwo hingehen. Also das wäre da oben rechts. Moment. Machen wir das doch einfach mal. Wenn sie nicht ist, dann werden wir wahrscheinlich nichts finden. Moment, das nehme ich mit. Wir brauchen die Nachtscherben. Ah, guck mal. Also das ist die richtige Karte, glaube ich. Ja. Okay, dann war eins, glaube ich, hier unten. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Hätte ich nochmal auf die Karte gucken sollen? Okay, scheinbar war es doch nicht hier. Habe ich mich scheinbar geirrt. Entschuldigt. Dann gucken wir nochmal. Doch. Hier. Vielleicht habe ich die vielleicht schon geholt. Und die andere wäre... Gott. Also ich glaube nicht, dass ich schon irgendwas davon geholt hatte, ehrlich gesagt. Aber hier sehe ich es jetzt nicht. Das müsste ja wirklich hier sein. Ich weiß das halt nicht, ob ich schon was davon gesammelt habe oder nicht. Aber eigentlich glaube ich nicht. Aber sonst müssten wir auch so einen Gegenstand in der Hand haben. Die Schlüsselteile. Warte mal, wir gehen noch zu dem anderen. Das war dann, glaube ich, hier. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Mal gucken, ob da das Ding da ist. Wag es nicht, mir den Rücken zuzukehren. Dreh du die, mir mal nicht den Rücken zu. Ja, sehen, was dann passiert. Ja, ich muss leider auch das ganze Holzzeug sammeln. Die Blume wollte ich eigentlich nicht. Okay. So, das müsste irgendwo hier sein. Oder auch nicht. Also von der Karte war das schon hier. Ja, vielleicht ist auch wirklich die falsche Karte. Vielleicht habe ich die Sachen hier schon längst gemacht. Wahrscheinlich ist das wirklich nicht die richtige Karte. Weil hier sehe ich auch nichts. Okay, dann gucken wir auf die andere Karte. Vielleicht ist das zufällig der gleiche Ort gewesen. Die andere wäre das hier. Aber es war keiner der Orte. Aber das hier hat gestimmt, ne? Mit der Eiswüste. Das war ja tatsächlich dort. Verdammt. Was ist das hier? Ist ganz anders. Nope.
Ich wünsche aber, dass es dran stehen. Wenn man halt eine Quest ewig nicht verfolgt hat, wünschte ich, da würde einfach stehen, ja, das ist die Quest für genau diese Aufgabe. Ich glaube, ich werde einfach über die gesamte Karte laufen müssen mit der Brille und gucken müssen, ob ich irgendwo die Dinger sehe. Ich meine, es war sehr auffällig, also ich werde es schon finden. Trotzdem nervig. Oh nein. Oh, das Kleine da. Okay, dann machen wir das jetzt also auch nicht. Weil da, ja, da will ich mich vorher auch vollstopfen mit Essen, damit ich dann einfach nur durchschweben kann. Dann nicht. Ja, ich meine aber die Truhe. Auch wenn auch die Teile leider nicht. Feines Wasser, Herz aus Eis. Sammle die im Buch erwähnten Zutaten. Es wird ja immer besser von den Quests her. Als du mit den Zutaten zurückkommst, informiert dich Merlin, dass du einen Zauber herstellen sollst, da du jetzt bereits bist. Ich weiß auch nicht, wie das hier ging, ehrlich gesagt. Feines Wasser, Herz aus Eis. Ich bin überfordert. Wahrscheinlich werde ich erstmal googeln müssen bei der Hälfte der Quests, weil es einfach so lange her ist, dass ich nicht weiß, wo ich die Sachen kriege. Hier steht halt auch nicht viel. Also das für die Gießkanne. Die Quests haben wir jetzt noch nicht lange dabei, aber ich... Champignons haben wir ja, das ist ja auch kein Problem. Aber die Sachen hier. Vielleicht kann ich da mit Merlin nochmal reden. Ja, das wird ewig dauern. Traumscherben bräuchte ich noch. 2 für Mini. Bestellst Gas, Liegefelsen in Dagoberts Laden. Oder sammle ihn in deinem Dorf, wenn du ihn bereits besitzt. Das Gas, Liegefelsen. Mhm. Ja, das ist ja auch witzig. Wann soll das denn funktionieren? Also ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass der mal kommt? Also wow. Jetzt sagen wir, sammle ihn in deinem Dorf, wenn du ihn bereits besitzt. Gasliegefelsen. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Gereinigte Nachtscherben. Mhm. Ja. Sammle Materialien, um den Kaffeebaum zu pflanzen. Einen Beutel. Um Kieselstein. Einen Beutel können wir herstellen. Und hier noch ein Hummerbrötchen. Und Muscheln in Vajanas Reich sammeln. Okay, ich gucke jetzt erstmal hier zurück. Wir gucken mal, ob wir die Sachen herstellen können. Hummerbrötchen und Beutel. Es sind jetzt wirklich viele Quests, wo ich einfach, ja, mal ohne Aufnahme gucken werde müssen, wie die funktionieren. So, kriege ich denn einen Beutel? Hier schon mal nicht. Reinigte Nachtscherben brauchen wir. Kann ich nur eine machen? Also. Immerhin. Eins. Ein Beutel. Ich weiß nicht, worunter man den finden würde, ehrlich gesagt. Hier gibt es ja leider keine Suche. Ich kann leider nicht eintragen. Beutel. Da. Fasern bräuchten wir dafür. Und Fasern können wir gerade nicht. Doch. Nicht viele. Reicht nicht, ne? Ich glaube, es waren mehr. Ja, reicht nicht. Okay. Ich muss Sachen für Fasern finden. Was war das? Was brauche ich dafür? Brauche ich dafür nicht das? Warte mal. Ja, nochmal. Oh, wow. Okay, das werden sehr viele. So viel brauche ich vielleicht gar nicht. Okay, dann können wir einen Beutel doch schon machen. Das ist doch gut. Immerhin. Da kommen wir ein bisschen voran. Wo ist er denn? Ist er jetzt ganz oben gelandet? Ja. Dankeschön. Ich gucke nur mal ganz kurz durch. Sonst ist hier, glaube ich, nichts, was ich gern hätte. Ich weiß, wir haben immer noch kein Möbelstück mal selber zusammengebaut. Ich weiß. Ich weiß einfach nie, wann ich es machen soll. Schaufensterpuppen würde ich halt auch gerne machen. So, den haben wir immerhin. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das Rezept für ein Hummerbrötchen schon haben. Hat die uns das gegeben? Ich weiß es nicht. H wie Hummer. Das war zu weit. Haben wir überhaupt was mit H? Ach hier, hartgekochte Eier. Ja, das ist es nicht. Wir wissen nicht, wie ein Hummerbrötchen geht. Okay, dann probieren wir es doch einfach mal. Ich meine, wie schwer kann das sein? Also, ich nehme mal an. Für ein Brötchen machen wir einen Weizen. Haben wir keinen Weizen? Ah, hier. Brötchen. Dann Hummer. Also die Rezepte sind ja meist sehr rudimentär.
Oh, wir haben nicht viele Hummer. Also oft kann ich nicht ausprobieren. Hummerbrötchen. Ja, wenn es das jetzt nicht ist, ärgere ich mich, ne? Weil wir nicht so viele Hummer haben, vielleicht gucke ich das Rezept lieber nach. Das könnte natürlich noch sein, dass da vielleicht noch sowas wie Eier oder so mit dazu müssen oder irgendein Gewürz. Ich probiere es. Verdammt. Okay, kein Hummer. Das werde ich nachgoogeln, weil ich möchte nicht ewig Hummer suchen und ja, nein. So fange ich hier nicht an. Okay, dann sind wir auch schon durch. Sehr gut. Dann, ja, werde ich jetzt mal zwischen den Folgen schauen, ob ich die anderen Sachen besorgen kann. Es kann auch sein, vielleicht habe ich die Schlüsselstücke ja auch irgendwo liegen. Ich weiß es nicht. Manchmal packe ich ja auch Sachen, die ich nicht gleich brauche, hier rein. Aber hier ist gerade auch nicht wirklich was. Na gut. Keine Ahnung. Ich werde das mal googeln alles. Also dann, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.